So, guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar zu dem Thema Lead to Opportunity mit SAP CX. Mein Name ist Arani Ganesemotti. Ich bin Beraterin bei der IB Solution im Bereich Customer Experience. Und bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis für Sie. Während des Webinars sind Sie auf stumm geschaltet. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, können Sie dies gerne unten im Chat stellen und ich versuche das dann im Nachgang so gut wie es geht zu beantworten. Das heutige Webinar ist auch ziemlich kurz gehalten. Ich werde Ihnen einfach eine kurze Definition bezüglich Lead to Op geben. Wir werden uns kurz den Prozess anschauen und dann switchen wir auch direkt ins System um, wo ich Ihnen dann einfach diese Prozesse einmal durch das System durchspiele und zeige. So, dann das heutige Thema ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Lead-to-Cash-Prozess. Dieses Lead-to-Cash ist der Prozess im Rahmen des Customer Experience. Es ist ein allgemeiner Prozessfluss, der die Absicht bzw. eines Kunden hat, ein Produkt zu kaufen, wodurch es bis zur Realisierung des Umsatzes eines Unternehmens auf Basis des Produktverkaufs reicht. Dabei ist der letzte Schritt quasi der Order-to-Cash-Prozess, also der Bezahlvorgang. Und bei diesem Prozessdurchlauf handelt es sich um einen Vorlagenprozess, der auf Best Practices und gängigen Szenarien basiert und kann natürlich an Ihre spezifischen Unternehmensanforderungen angepasst und natürlich auch erweitert werden. Und wir betrachten heute dabei nur diesen einen kleinen Teil Lead to Opportunity. Was Lead ist, was eine Opportunity ist und wie man dann ein Lead quasi in eine Opportunity umwandelt. Dazu noch eine kleine Definition, Lead und Opportunity, aus der Vertriebssicht gesehen. Das Lead und Opportunity Management sind quasi zwei aufeinanderfolgende Schritte. Deswegen auch hier der Lead hier ganz oben stehen und hier die Opportunity als, ich habe das mal in eine umgekehrte Pyramide gepackt, aber soll eigentlich quasi einen Trichter darstellen. Denn das Lead ist eine Person oder ein Unternehmen, das ein konkretes Interesse an einem Produkt oder an eine Leistung hat und dieses auch äußert. Das heißt, der Lead entsteht quasi aus einem potenziellen Kunden, der zum Beispiel aus einer Messe, Newsletter oder Telesales-Kampagnen entstanden ist. Und so liegt, somit liegt der Fokus eigentlich quasi im Lead-Management einfach darin, die Effizienz der Kundengewinnung zu steigern. Das heißt, die ganzen Anfragen, Anfragen, Kontakte, die landen quasi alle in diesem Lead-Bereich. Das Ganze wird dann quasi qualifiziert und wandert dann in die Opportunity rein hier unten. Deswegen wird hier der Trichter auch immer ein bisschen schmaler. Und als Opportunity versteht man dann eigentlich quasi eine konkrete Verkaufschance. Das bedeutet, ein konkretes Kaufinteresse bezüglich eines Produktes oder Services liegt bereits vor. Genau. Entschuldigung. So, jetzt bin ich irgendwie wieder nach hinten gesprungen. Welches Nutzen entstehen dabei, wenn wir das Lead und Opportunity Management in der Sales Cloud verwenden? Ich habe hier zwei Screenshots aus der Sales Cloud. Einmal die Startseite hier. Da sind Sie wirklich hier nochmal alles auf einen Blick, was für Aktivitäten, Kundeninformationen, das kann man hier alles direkt auf der Startseite anzeigen lassen. Und dann hier im zweiten Screenshot sehen Sie einfach nochmal eine geöffnete Opportunity mit allen notwendigen Informationen, also auch Kundeninformationen. Dadurch ist das der größte Nutzen besteht darin, dass alles in einem System gepflegt wird.
Das heißt, man muss nicht zwischen irgendwelchen Excel-Tabellen, verschiedenen Systemen umswitchen und hat wirklich in einem System eine Rundumsicht auf den Kunden. Dadurch ist einer der Vorteile, dass die Durchlaufzeit reduziert wird und und dass der Sales-Prozess quasi optimiert ist, wieder dazu führt, dass man zu schnelleren Geschäftsabschlüssen kommt. Ganz wichtig ist auch nochmal, dass man in der Sales Cloud dann durch das Nutzen auch das Ganze für den Vertriebler oder für den Geschäftsführer reporten kann. Man kann Auswertungen machen, die auf die Pipeline, auf Verkaufs Phasen oder auf die Durchlaufzeiten bezogen sind und die dann dementsprechend userbezogen anzeigen lassen und kann diese dann auch für quasi für wöchentliche Weeklies und für irgendwelchen Terminen einfach nutzen und schnell aufrufen. Dazu gibt es auch sehr viele Standard-Auswertungen, die bereits schon im System vorhanden sind, aber man hat auch die Möglichkeit, nochmal kundenspezifische Auswertungen anzulegen. Und ein weiteres Nutzen ist dann auch nochmal, dass man die Sales Cloud quasi auch mobil nutzen kann. Also Sie haben die Möglichkeit, die Sales Cloud einfach auf dem Tablet, auf dem Smartphone zu nutzen und natürlich das Ganze auch offline. Das heißt, Sie können überall unterwegs sein und haben alle Informationen überall zu jeder Zeit griffbereit. Dann, das war jetzt einfach jetzt nochmal so eine kurze Übersicht und bevor wir dann nochmal ins System das Ganze anschauen, möchte ich Ihnen nochmal kurz zeigen, was ich Ihnen im System zeigen möchte. Hier unten sehen Sie nochmal das Lead Management, Opportunity Management. Und im Rahmen des Lead Managers möchte ich Ihnen einfach mal zeigen, wie ein Lead angelegt werden kann. Das Ganze werden wir dann zusammen qualifizieren. Eine Aktivität wird dazu hinzugefügt. Und wenn alles soweit passt, wird das Ganze in eine Opportunity umgewandelt. Und diese Opportunity werden wir dann einfach weiter qualifizieren, weiterentwickeln, nötige Informationen noch ergänzen. Wir fügen noch ein Produkt hinzu. Und hier hört dann auch quasi das Opportunity Management auf und man wandert quasi ins Angebotsmanagement, was wir aber heute in diesem Webinar nicht betrachten werden. So, dann mache ich mal kurz mein System auf. Hier sehen Sie jetzt noch mal die Start Seite in der Sales Cloud. Ich bin mit dem User Jana Berghaus angemeldet. Sie ist Vertriebsmitarbeiterin. Dementsprechend hat sie jetzt hier alle notwendigen Informationen, also Tätigkeiten, was sie betrifft. Also das ist dann auch nochmal individuell anpassbar. Hier sieht sie jetzt einfach alle anstehenden Aufgaben, ihre Aktivitäten und Leads, die ihr quasi zugeordnet sind. Auf der linken Seite, das sind die sogenannten Worksender. Hier hat man einmal den Worksender Kunden, wo man alle kundenrelevanten Daten quasi findet. Und ich möchte ja jetzt ein Lead anlegen. Das finde ich hier im Worksender Verkauf unter Lead. Und darüber lege ich jetzt einfach ein Lead an. Ich habe ein Lead jetzt bekommen, einen Kontakt bei der Messe bekommen, eine Visitenkarte. Und diese Visitenkarte möchte ich jetzt quasi hier als Lead anlegen. Genau, dazu wähle ich hier dieses Plus-Button aus. Und dann erscheint hier so eine Eingabemaske. Das meiste ist hier auch ein freies Textfeld.
Das heißt, unter Namen gebe ich jetzt quasi ein, also nicht den Namen des Ansprechpartners, sondern wie hier der Lead heißen soll. Und ich nenne jetzt mal diesen Lead Traumfabrik Produktkauf. Und das Unternehmen ist quasi dann Traumfabrik GmbH. Mein Ansprechpartner ist dann die Monika Eberhardt. Und den Status lasse ich erstmal hier auch offen. Ich kann hier noch die Qualifizierungsstufe auswählen. Da wähle ich jetzt mal warm aus. Die Quelle ist eine Messe, da ich ja die Visitenkarte auf eine Messe bekommen habe. Und dann kann ich hier noch eine Notiz eintragen, bitte nacherfassen. Bitte nachfassen, damit ich einfach Bescheid weiß, was ich dann hier noch zu tun habe. Wenn das soweit passt, kann ich das Ganze einmal sichern. Und sehe dann mein Lied hier unten, mache ich dann direkt auf. Ich habe da auch noch eine tolle Funktion, dass ich einfach hier direkt reinspringen kann. Was ich Ihnen eigentlich noch zeigen wollte, ist, dass ich eigentlich, wenn ich hier auf den Link klicke, auch hier nochmal so ein Quick View habe. Und da sehe ich auch erstmal alle notwendigen Informationen und kann aber auch darüber nochmal direkt in den Lied reinspringen. Und das Ganze ist dann auch nochmal hier individuell aufgebaut. Das heißt, hier oben auf den Header-Sicht sehe ich dann die Kopfdaten, wer ist der Verantwortliche, der Kunde, die erfassten Daten einfach, wer der Ansprechpartner ist. Und dann habe ich hier nochmal einzelne Reiter, wo ich dann quasi auch noch Daten ergänzen kann. Und diese Sicht zieht sich komplett durch das System in allen Objekten quasi. Aber das werden Sie dann auch nochmal sehen. Und ich schaue jetzt nochmal in dem Lied, in meine Notiz rein. Da hatte ich jetzt hier diese Notiz, bitte nachfassen. Das heißt, ich habe jetzt heute Morgen nochmal einen Termin mit der Frau Eberhardt vereinbart und das möchte ich dann hier unter Aktivitäten einpflegen. Das war ein Telefonat, das heißt, Moment, jetzt habe ich, glaube ich, den falschen Lied hier angelegt, oder? Das war genau, das ist der Lied gewesen, der richtige. Ich habe jetzt aus Versehen den falschen Lied aufgemacht. So, und hier lege ich jetzt noch eine Aktivität an, und zwar ein Telefonat. Der fand zum Beispiel heute Morgen statt um 8:30 Uhr. Und ich kann das Ganze jetzt nochmal anpassen, wenn ich möchte. Aber das passt erstmal soweit. Und das sichere ich ab. Und ich sehe das Telefonat, was ich heute Morgen geführt habe, quasi hier unten. Und aus dem Call hat sich jetzt auch herausgestellt, dass Interesse da ist. Das heißt, ich kann jetzt diesen Lead in eine Opportunity umwandeln. Das mache ich über diesen Aktionsbutton hier oben. Wenn ich diesen Aktionsbutton hier auswähle, dann sehe ich hier einmal in Opportunity umwandeln. Darauf klicke ich drauf. Und dann erscheint hier direkt nochmal eine Eingabemaske mit einer Duplettenprüfung. Das heißt, das System zeigt mir jetzt an, dass es bereits den Kunden schon hier im System gibt. Das heißt, ich müsste jetzt keinen neuen Kunden anlegen, könnte jetzt den bereits vorhandenen Kunden nehmen. Hier sehe ich sogar den Kunden mit der richtigen Ansprechpartnerin. Das heißt, dann wähle ich einfach diesen Kunden hier aus, weil der passt zu 100% und ergänze hier schon mal weiter Daten, um diesen Lead bzw. diese Opportunity zu qualifizieren.
Als erwarteten Wert gebe ich hier mal 10.000 ein. Und kann hier quasi noch die Opportunity qualifizieren, weiterqualifizieren. Ich lasse das jetzt erstmal hier auf Opportunity identifizieren und ansonsten passt es soweit und ich sichere das Ganze und öffne es. Jetzt sehen Sie schon, ich habe hier jetzt die Opportunity erstellt. Die Sicht sieht wieder gleich aus wie im Lead auch. Wir haben hier wieder diesen Header-Ebene mit allen notwendigen Informationen, dann hier unten die einzelnen Reiter. Und das Ganze kann ich dann jetzt quasi nochmal weiter qualifizieren. Ich möchte jetzt hier aber noch eine Aktivität dranhängen. Das heißt, um nochmal nachzufragen, was denn genau an Bedarf besteht, was der Kunde genau möchte. Dafür nutze ich hier einfach nochmal den Reiter Vertriebsaktivitäten. In der Vertriebsaktivität gibt es quasi eine Checkliste, die nach jeden einzelnen Phasen mit verschiedenen Tätigkeiten zugeordnet sind. Diese Checkliste kann ich natürlich kundenspezifisch anpassen. Das heißt, wenn Sie jetzt im Unternehmen andere Phasen verwenden, kann man natürlich die übernehmen und dann dementsprechend die einzelnen Tätigkeiten dafür ergänzen. Ich möchte jetzt nochmal nachhaken, ja, was denn der Kunde genau möchte. Deswegen wähle ich jetzt in der Phase Opportunity identifizieren die Tätigkeit initiale Anforderungsanalyse aus und füge das Ganze dann hinzu. Dann sehe ich einfach hier, dass der Termin quasi hier schon hinzugefügt wurde. Das Ganze, diesen Termin nehme ich quasi wahr und habe jetzt aus diesem Termin jetzt quasi herausgefunden, dass auf jeden Fall Kaufinteresse besteht. Das heißt, ich kann diese Opportunity schon mal auf Opportunity qualifizieren setzen. Und speichere das einmal kurz ab. Und dann habe ich jetzt aus diesem Termin auch noch herausfinden können, welches Produkt quasi der Kunde möchte. Dieses Produkt füge ich jetzt direkt hier unter dem Reiter Produkte ein. Da habe ich einfach jetzt die Möglichkeit, wenn ich jetzt weiß, welches Produkt das genau ist, hier einfach auszuwählen oder ich klicke hier auf Hinzufügen, dann wird mir die ganze Produktpalette quasi angezeigt. Und jetzt nicht wundern, wir nehmen jetzt einfach ein Produkt, was hier jetzt in unser Demosystem quasi vorhanden ist. Ich brauche 2 Stück davon. Und der vereinbarte Wert ist quasi, sagen wir mal, 8.000. Und wenn das so passt, füge ich das Ganze hinzu. Und ich möchte noch für dieses Produkt einen Wartungsvertrag, möchte der Kunde quasi haben. Kann ich dann auch direkt hier auswählen. Hinzufügen und diese Wartung soll dann über 3 Jahre quasi gehen. Das heißt, dann wähle ich hier einfach noch 3 Stück aus und sichere das Ganze. Und dann sehe ich einfach hier auch schon den Unterschied hier, dass ich hier einen erwarteten Wert von 10.000 hatte und glücklicherweise ist der vereinbarte Gesamtwert jetzt mittlerweile schon 11.000. Ich habe mich da ein bisschen überschätzt, aber ich möchte da nur zeigen, dass man da hier einfach nochmal den Unterschied sieht, was man beim Ob Anlage einträgt als erwarteter Wert und was dann quasi der vereinbarte Wert, also was ist, was da hier einfach nochmal rauskommt. Genau, dann passt das soweit und nach weiteren Gesprächen hat sich jetzt einfach herausgestellt, dass der Kunde hier auf jeden Fall das Ganze kaufen möchte. Das heißt, ich kann jetzt meine Opportunity
weiterqualifizieren in ein Angebot. Das heißt, ich wähle hier jetzt einfach nochmal die Verkaufsphase an, sichere das Ganze und gehe in den Reiter Verkaufsbelege und kann hier quasi ein neues Angebot anlegen. Beim Angebot anlegen sehen Sie auch nochmal, dass hier alle Daten, die jetzt im Lead und ob gepflegt wurden, die werden direkt übernommen. Das heißt, ich muss da jetzt nicht alles nochmal von vorne anfangen, alles einzutragen. Auch die Produkte werden mit übernommen. Und die Angebotsphase, also oder das Angebot kann dann auch ins ERP integriert werden. Aber wir machen jetzt an diesen Stelle Cut, weil ab hier endet quasi der Opportunity-Prozess und die Angebotsphase fängt quasi an. Genau. Und dann mache ich jetzt noch mal kurz meine Präsentation auf. So viel erstmal als kleine Übersicht im System. Ansonsten bin ich erstmal von meiner Seite aus fertig. Das war heute wirklich ein sehr kurzes Webinar. Die Folien finden Sie auf jeden Fall ab morgen auf unserer Webseite. Und wenn Sie jetzt noch hierzu weitere Fragen haben oder gern mehr dazu wissen wollen, geben Sie uns gerne Rückmeldung dazu. Oder wenn Sie noch auf andere Themen oder wir beziehungsweise auf andere Themen noch mal näher eingehen sollen, geben Sie dazu uns auch einfach noch mal eine kurze Rückmeldung. Ansonsten ein kurzer Hinweis für nächste Woche. Da wird von einem Kollegen von mir zu dem Thema automatisierte Materialanlage mit SAP MDG ein Webinar gehalten. Und falls Sie dazu Interesse haben, melden Sie sich gerne unter unserer Homepage an. Und genau, und wir schauen jetzt noch kurz, welche Fragen jetzt in dieser kurzen Zeit von Ihrer Seite aus aufgetreten sind. Da schaue ich kurz rein. Eine Frage, kann man die Checkliste automatisieren? Ja, die Checkliste nennt sich in der Sales Cloud Aktivitätsberater bzw. Activity Advisor. Das heißt, da kann man das Ganze nochmal individuell, also die Tätigkeiten, die hatte ich ja vorhin gesagt, dass man die einzelnen Sales-Phasen quasi kundenspezifisch erstellen kann, die Tätigkeiten dementsprechend zuordnen kann und man könnte das dann über eine Regel, über einen Workflow dann auch nochmal automatisieren, so dass wirklich dann die einzelnen Schritte quasi abgearbeitet werden müssen, um eigentlich in die nächste Sales-Phase zu gelangen. Ansonsten sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Das heißt, wir wären eigentlich an dieser Stelle fertig. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich schon auf das nächste Webinar. Vielen Dank.